Ja, herzlich willkommen bei UbiTestet. Vielen Dank fürs Reinklicken. Hier möchte ich euch heute den zweiten Versuch von Renault vorstellen, im SUV-Segment, im respektive großen SUV-Segment, Fuß zu fassen. Und zwar mit dem neuen Renault Koleos. Ob ihm das gelingt, das werden wir jetzt prüfen. Viel Spaß. So, dann schauen wir uns zunächst den Renault Koleos mal im Detail an. Wie wir hier sehen können, haben wir eine sehr imposante Front, die hochmontierten LED-Scheinwerfer, die wir hier haben, mit dem LED-Tagfahrlicht in C- oder in Sichelform, die wir vom Renault Megane kennen und vom Renault Talisman, wo es ganz erstmals eingeführt wurde. Damit hat Renault das neue Design begründet. Der Rhombus sehr groß und genau in der Mitte platziert, unten drunter auch der Schriftzug Initial, der auf die höchste Ausstattungslinie vom Renault Koleos schließen lässt. So, dann schauen wir mal hier außen rum. Wir sehen hier auch einen sehr, sehr schönen Ausläufer der Chromleiste am Scheinwerfer, die sich hier unten rumzieht mit dem Initial Paris Schriftzug, was ebenfalls wieder die höchste Ausstattungslinie kennzeichnet. Wir haben hier auch eine sehr, sehr schöne Lackierung in leichtem Violett gehalten mit 18 Zoll Rädern, die hier montiert sind. Entschuldigung, sind sogar 19 Zoll. Genau. Ganz besonderes Merkmal aller Renault-Modelle, die neu sind, mit Ausnahme witzigerweise der Scenic-Modelle, muss man ganz klar sagen, ist, dass wir hier dieses LED-Tagfahrlichtband haben. Was wir hier sehen können. Na, Moment, gehen wir mal ein Stück hier runter. So. Dieses Always-On LED-Band ist dreidimensional ausgeführt, oder respektive die Bauart der Rückleuchten dreidimensional. Wir haben hier auch natürlich wieder, wie üblich für viele Modelle in der heutigen Zeit, Fake-Auspuffrohrblenden. Und hinter der Klappe verbirgt sich ein äußerst großer Kofferraum, in den auch problemlos der Zwillingskinderwagen hineingepasst hat von mir. Und ansonsten haben wir hier ein typisches SUV vor uns stehen, vom Styling her sehr groß und sehr imposant in seinen Ausmaßen, schöne Linienführung und typische Designmerkmale, die Renault hier mit einspielen lässt für das Markengesicht. Ja, und das ist eigentlich wiederum das Interessante, denn fürs Markengesicht ist es zwar interessant, aber keiner würde hier unten drunter die Technik des Nissan X-Trail vermuten, denn auf der Plattform basiert der Renault Koleos nämlich. Aber man muss ganz klar sagen, rein optisch ist hier erst einmal nichts davon zu erkennen. Jetzt schauen wir in den Innenraum. Willkommen im Innenraum vom neuen Renault Koleos, den wir uns hier jetzt genauer anschauen wollen. Ich habe die Kamera jetzt extra mal so positioniert, wie man sie sonst eigentlich auch gerne von mir sieht, mit dem Kopfband. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal ganz kurz im Stehen hier etwas an. Also, wenn man uns das Dashboard hier mal so ein bisschen anschaut, fällt zunächst schon mal schnell auf, dass wir uns nicht in einem Nissan X-Trail bewegen, sondern tatsächlich in einem Renault. Einzig so die Armaturen, die wir hier sind, ein Startknopf, die Lenkstockhebel, da könnte man so ein bisschen erkennen, dass es sich um den Nissan handelt. Aber ansonsten hat Renault es geschafft, hier innen ein komplett eigenständiges Interieur zu gestalten. Sehr schön im Initial Paris ist auch eine Tricolor-Lederausstattung, die wir hier verbaut haben. Schwarze Sitzflächen, geht dann mit Grau langsam ins Hellgrau über. Wir haben hier das R-Link 2 System verbaut, das Multimedia-System, was mit Touch funktioniert. Untermenüs gibt es hier auch. Wir haben hier Direktwahltasten für Home, Fahrassistenzsysteme und Display-Einstellungen. Die Laut-Leiser-Regulierung fürs Infotainment-System oder Audiosystem gibt es hier oben, sehr unschön. Oder aber hier an dem Lenkstockhebeln. Hier unten hier so ein kleiner Satellit wie früher. Die Tempomatbedienung ist etwas komplizierter geworden. Wir müssen hier erstmal auswählen, ob wir einen Limiter oder einen Tempomaten aktivieren oder nichts.
Normalfall stellt man es einmal auf Tempomat, dann ist das Thema gegessen. Der Rest der Bedienung findet dann hier an dem Satelliten statt. Mit Plus wird gesetzt, Reverse, oder wir haben hier das Aus des Reglers. Den Bordcomputer in dem volldigitalen Cockpit, also wir haben hier in der Mitte nur einen volldigitalen Ausschnitt. Ansonsten haben wir zwei Analoguhren, die beleuchtet sind. Auf der linken Seite die Kühlwassertemperatur, auf der rechten Seite haben wir den Tankinhalt. Das Display in der Mitte können wir variieren über das Airlink-System. Ansonsten Bordcomputerbedienung haben wir hier. Wir haben hier noch ein kleines Infodisplay oben rechts, wo wir ein paar fahrzeugrelevante Sachen wie eventuell die Verteilung des ABDs, also des Allradsystems, anzeigen können. Unten links haben wir unsere Schalterleiste für den zuschaltbaren Allradantrieb. Normalerweise können wir auf Zweirad, also Frontantrieb, fahren, oder wir schalten auf Allrad oder wir sperren das Ganze. Dann haben wir das ESP off, wir haben die Lenkradheizung, die im Bereich des perforierten Leders funktioniert und ganz gut arbeitet. Dann haben wir noch die elektrische Heckklappe, die wir mit hier öffnen können und schließen können. Ansonsten haben wir hier den Bedieneinheit für die elektrischen Fensterheber und die Außenspiegel. Und ansonsten, ja, was fällt uns denn hier sonst noch so auf? Nicht so viel. Es ist alles ansonsten gut bedienbar. Wir haben hier sehr große Ablagefächer. Wir haben hier ein schönes Staufach, wo wir tatsächlich Becherchen reinstellen können. Becher, würde ich sagen, ja, kleine Becher oder maximal 0,5 Liter Flaschen. Was Größeres geht hier nicht rein. Das Ablagefach hier vorne nimmt sehr gut Brillen oder Handys auf, ist auch gummiert, den kann man rausnehmen und waschen, sehr, sehr gut. Den Klavierlack, den wir hier verbaut haben, der ist sehr kratzempfindlich. Auch hier am Testwagen schon einige Kratzerchen auf sich genommen. Schön hier die Pads zum Ablegen, so auch richtige Griffe kann man sie schon nennen. Schön mit dieser Doppelnaht, die hier rumgelegt wird. Wir haben auch die Hutze hier am Kombi-Instrument, ist tatsächlich beledert mit einer Doppelnaht. Wir haben ein Bose Audiosystem verbaut, was wirklich einen guten Sound macht, in Verbindung vor allem mit dem Digitalradio, was hier noch verbaut ist. Das Navigationssystem an sich von der Grafikdarstellung jetzt nichts besonders Schönes, aber zielführend, und kleinen Navigationsfehler hat das System bei Kreisverkehren, wenn es dann über den Kreisverkehr gehen soll, da verhaspelt sich das System. Die Dame, das haben wir seit Einführung des Megane schon bemängelt, aber gut, das gehört vielleicht einfach so ein bisschen zu dem französischen Touch, den man da so ein bisschen wiedergeben möchte. Ansonsten haben wir hier die Bedieneinheit für Sitzbelüftung, die wir hier haben, Sitzheizung, die Eco-Taste, um tatsächlich den Verbrauch ein bisschen zu reduzieren, Start-Stopp an, aus, den Parkassistenten zu aktivieren. Dann haben wir hier ebenfalls wieder die Lüftung und die Sitzheizung. Warum diese Tasten hier verwechselt sind, bleibt wohl auch eine Besonderheit des französischen Teams um der Entwickler. Wir haben hier noch ein nettes Brillenfach, was untergebracht wird. Wir haben ein schönes großes Panoramadach. Die Sonnenblenden sind auch sehr groß, wohlgemerkt. Das ist eigentlich auch sehr gut. Also nicht zu dünn und auch nicht zu schmal. Der Rieseneinheit hier für die Assistenzsysteme und für die Kameras, naja, stört das ein oder andere in den Blick, vor allem beim Beifahrer. Beim Fahrer ist es durch den Innenspiegel, der automatisch abblendend ist, relativ gut abgedeckt. Die Außenspiegel sind angenehm groß, beinhalten auch den toten Winkelassistenten. Und ansonsten, das Platzangebot ist wirklich gut. Ich sitze hier mit meinen 1,78 sehr angenehm, bin auch ein wenig gewampert, wie man in Bayern sagt, also ein bisschen ausladender, aber fühle mich hier äußerst wohl, sitze angenehm hoch, habe eine gute Übersicht. Nach hinten ist die Ansicht ganz gut, man hat das im Rückspiegel sehr schön im Blickwinkel. Ansonsten gefällt mir das insgesamt sehr, sehr gut. Wir haben, klar, wir haben hier viele Hartkunststoffmaterialien, aber auch viel beledert, Klavierlackoptik. Das Ganze gefällt mir wirklich gut, hat allerdings auch so ein klar, also an Detailschwächen sind mir aufgefallen. Wir haben tatsächlich hier ein Problem am Lenkstockhebel, der sich nicht hier bedienen lässt. Aber gut, das würde ich jetzt nicht auf Renault zurückführen. Das kann tatsächlich mal passieren. Hier hat sich anscheinend die Verklebung gelöst. Ansonsten auch die Mittelarmlehne bei den tiefsten Temperaturen, die wir jetzt hatten, hat sie angefangen zu knarzen. Wobei aber minus 10 bis minus 15 Grad hat man jetzt nicht allzu oft. Also da kann man auch nicht meckern. Ansonsten alles wirklich sehr, sehr solide verbaut. Wir haben auch die Spaltmaße, sitzen alle schön. Da gibt es gar nichts zu bemängeln.
Ja, und dann würde ich mal sagen, fahren wir mal los. Den Automatikhebel auf D. Automatik haben wir ein stufenloses Automatikgetriebe. Unter der Haube haben wir einen 2 Liter Vierzylinder Turbodiesel verbaut. Beides kommt von Nissan. 175 PS leistet der Diesel. Und ja, ein stufenloses Automatikgetriebe, daran muss man sich auf alle Fälle erst einmal gewöhnen. Denn allein schon von der Akustik her ist das was Besonderes, denn das CVT-Getriebe, wie sich's nennt, versucht stets die Drehzahl immer konstant zu halten im Lastbereich oder im nutzbaren Drehzahlbereich, wo am meisten Kraft anliegt. In dem Fall versucht es immer, das Drehmoment optimal zu nutzen, die 400 Newtonmeter, die hier zur Verfügung stehen, um die 2000 Umdrehungen. Man kann, wenn man manuell schaltet, kann man 7 Schaltstufen simulieren. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Ab und an bei konstanter Fahrt ist das sogar anzuraten, denn weil wenn man längere Zeit geradeaus fährt, hält das CVT-Getriebe die Drehzahl immer noch unnötig hoch. Man kann mit der 7. Stufe, die dann hier verbaut ist, tatsächlich das Drehzahlniveau nochmal absenken und den Verbrauch an sich auch nochmal senken. Zum Thema Verbrauch bin ich sehr positiv überrascht. Ich bin auch überwiegend im Frontantriebsmodus gefahren, wie die meisten wahrscheinlich auch fahren werden, außer wenn es tatsächlich in die Berge geht oder doch mal schmieriger wird, dann nimmt man den Allrad da hinzu. Das heißt also, es ist schon sehr repräsentativ, wie ich da eigentlich den Wagen bewegt habe. Und ich habe auch wirklich Autobahn, Landstraße, Kurzstreckenverkehr bei mir im Ort, Semmeln holen und sowas, alles das habe ich mit dem Fahrzeug ganz normal abgearbeitet, wie ich selber mit meinem Privatwagen auch abfrühstücke. Ja, und was komme ich auf einen Verbrauch von 7,3 Litern jetzt über die Gesamtdistanz? Also wirklich sehr, sehr respektabel, vor allem für dieses große Fahrzeug, 4,70 Meter lang, wie gesagt, und 1,8 Tonnen schwer. Das zeigt auch, durch das hohe Gewicht haben wir natürlich Fahrleistungen, die jetzt nicht einem Sportwagen entsprechen. Trotz 175 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment müssen wir hier ganz klar sagen, dass wir mit unter 10 Sekunden auf 0 auf 100 und knapp über 200 km/h Höchstgeschwindigkeit nicht im Sportwagenbereich sind. Aber nichtsdestotrotz, für den Alltag ist das wirklich mehr als ausreichend. Ich persönlich für mein Ding, aber ich bin halt einfach so ein Freund des Schaltgetriebes, würde wahrscheinlich hier die Option des 6-Gang-Handschaltgetriebes nehmen. Habe allerdings dann nicht die Möglichkeit, die höchste Ausstattungslinie Initial Paris zu benutzen. Warum das so ist, naja gut, das werden wahrscheinlich nur die Entwickler von Renault wissen. Aber nichtsdestotrotz, man bekommt hier wirklich ein richtig, richtig tolles Fahrzeug. Vom Fahrwerk auch. Es ist, was soll ich da groß sagen, es ist schön abgestimmt. Das Fahrzeug, naja, wankt ein bisschen, aber es ist halt einfach durch den hohen Schwerpunkt bedingt. Die 19 Zoll Räder, die hier verbaut sind, haben noch einen guten Komfort, federn ordentlich, ein bisschen straff ist das Ganze vielleicht, aber das ist so typisch europäisch, dass wir es gerne etwas straffer haben und nicht so schaukelig und weich, wie es vielleicht in Frankreich noch vor Jahren der Fall war. Das heißt, wir haben hier wirklich ein sehr, sehr europäisches und vor allem auch, ja, fast schon auch für den deutschen Markt sehr gut optimiertes Fahrzeug, was uns Renault hier hinstellt. Und die Basis, muss man auch ganz klar sagen, mit dem Nissan X-Trail ist ja nicht die verkehrteste. Das zeigen auch die Verkaufszahlen vom Nissan X-Trail. Den kauft man in meinen Augen, wenn man tatsächlich einfach ja, noch mal ein bisschen mehr Platz haben will, was auf der Bodengruppe aufgebaut ist. Der X-Trail bietet mehr Platz für den Kofferraum, hat aber auch für meine Begriffe das biedere Äußere. Der Renault ist dafür tatsächlich da, so ein bisschen diesen französischen Lifestyle mit ein bisschen mehr Schick und edlen Materialien zu verkörpern und tatsächlich seine Eigenart so ein bisschen noch mit einzuspielen. Und das schafft der Renault Koleos wirklich sehr, sehr gut. Mir persönlich würde der Koleos sogar besser gefallen als der X-Trail. Er kommt tatsächlich ein bisschen imposanter rüber, was man doch bei SUVs auch mag, im Gegensatz zum X-Trail, der fast ein bisschen zu filigran und ein bisschen ja, hochbeinig daherkommt in meinen Augen. Für
44.000 Euro geht es ungefähr los mit der Initial Paris Ausstattung. So wie mein Testwagen hier dasteht, liegen wir bei 48.000 Euro. Das klingt natürlich sehr, sehr viel, aber jetzt schaut tatsächlich mal so ein bisschen in die ganz normalen Börsen rein. Spätestens wenn da eine Tageszulassung draufsteht oder ähnliches oder das Fahrzeug doch mal beim Händler nachgefragt wird. Da gibt es durchaus sehr, sehr lukrative Angebote und dann sind wir deutlich unter der 40.000 Marke für Neuwagen. Und ich glaube, da sollte man auf alle Fälle mal beim Renault-Händler vorbeischauen. Ja, damit möchte ich mich jetzt auch schon wieder verabschieden von euch. Ich sage vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Fragen gerne unten in die Kommentare. Lob und Kritik sehr gerne auch, solange es konstruktiv bleibt. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen über den Daumen nach oben und natürlich auch das Abo. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage tschüss, bis dann, der Ubi.